sagen wir so ein temporäres Bauwerk. Der ganze Begriff Pavillon kommt von Papillon, was Schmetterling heißt. Also auch da ist wiederum eigentlich ein fliegendes Bauwerk gemeint, etwas, was kommt und geht, was auch eine kurze Lebensdauer hat, aber sehr schön sein kann. Der Pavillon ist eine modellhafte Erweiterung unseres Lodger-Gedankens. Die Idee war, dass dieser Pavillon gewissermaßen fliegt. Er fliegt zunächst mal nach Wittenberg, lässt sich dort nieder für das Reformationsjubiläum, ist Gast dort für die Lutherfeierlichkeiten und fliegt dann zurück nach Berlin und landet auf dem Petriplatz und ist dort bis zum Baubeginn. Das Schöne hier ist, dass wir ein begehbares Modell haben, also ein räumlich erfahrbares Modell.